alles so schön probiert. Liebe Mitmenschen, verehrte Julia Kümmel, wir sehen hier das Bundesverfassungsgericht bei einer seiner Urteilsverkündigungen. Richterinnen und Richter in scharlachrote Roben gekleidet. Sie wurden in den 50er Jahren von einem Münchner Kostümbildner entworfen. Der als Vorbild eine Richtertracht der Stadt Florenz aus dem 15. Jahrhundert hält. Man beachte auch die langen weißen Halsbinden, die evangelischen Bäffchen ähneln. Bei ihrer säkularen Liturgie tragen die Richterinnen und Richter als Hüter der Verfassung auch Barette, die sie aber nach dem Einzug in feierlicher Form ablegen. Man könnte meinen, es würde ihnen zu heiß unter ihrer Kopfbedeckung. Nein, es ist wohl auch wieder angelehnt an kirchliche Rituale, das Zeichen des Respekts vor dem Volk, in dessen Namen sie recht sprechen. In unserem Fall ist es der Respekt vor einer Bürgerin der Bundesrepublik. Julia Kümmel, die sich hier in ziemlich fescher Weise auf den Bundesadler stützt. Sie trägt keine Kopfbedeckung, erst recht keinen Schleier, sondern einen Wuschelkopf, ihr Markenzeichen, erinnernd an den eindrucksvollen Kopfschmuck von Angela Davis, der Black Power-Frau aus den Vereinigten Staaten. Diese Fotomontage könnte eigentlich als Laudatio genügen. Sie wäre vielleicht schon das Bild, das 1000 Worte ersetzt, die ich aber doch noch hinzufügen möchte, hinzufügen muss. Julia Kümmel beginnt ihre politische Karriere autonom. Ich übersetze selbstgesetzgeberisch. Sie gehört zur Anti-Atomkraft-Bewegung, salopp gesagt, Kümmel gegen Krümmel. Damit zählt sie heute nach dem bundesdeutschen Ausstieg aus der Atomkraft zu den großen Siegerinnen. Ihr zweiter Sieg mit langem Atem, Claudia Roth auch mit Siegerin. Und dieser lange Atem ist wohl besonders charakteristisch für Julia Kümmel. Als sich in der Bundesrepublik der Rassismus und die Fremdenfeindlichkeit und dabei vor allem die Flüchtlingsabwehr epidemisch ausbreiteten, wechselte sie Thema und Umfeld. Sie war entsetzt über die Anschläge auf Flüchtlinge und Migrantinnen in den 90er Jahren, beschäftigte sich mit Nationalismus und Rassismus im wiedervereinigten Deutschland und war empört über die Debatte, das Boot ist voll. Ich habe in all den Jahren ihres politischen Einsatzes Julia Kümmel nie persönlich kennengelernt. Wir sind uns erst dieser Tage in der Café Bar Express im Bahnhofsviertel unmittelbar begegnet. Rückzugsgebiet der Leute von Pro Asyl, die rauchen und gerne einen Espresso trinken. Dabei stellte sich heraus, dass Julia Kümmel immer wieder an diversen Demonstrationen teilgenommen hat, bei denen Pro Asyl auch mit von der Partie war. Es ist daher mehr als passend, dass gerade Julia Kümmel heute am Tag des Silberjubiläums von Pro Asyl den diesjährigen Menschenrechtspreis der Stiftung Pro Asyl erhält. Am 3. Oktober 1992 fand im Bonner Hofgarten eine Großdemonstration
gegen Rassismus und für das Grundrecht auf Asyl mit weit über 100.000 Menschen statt. Allerdings war Julia Kümmel unverständlicherweise nicht dabei. Die Kundgebung war organisiert worden vom Bonner Netzwerk Friedenskooperative. Unter anderem traten die Toten Hosen aus Düsseldorf auf. Gerade von einer Welttournee zurückgekehrt, waren sie schockiert darüber, dass inzwischen Molotow-Cocktails und Baseballschläger das Verhältnis zu Ausländern und Flüchtlingen prägten. Mit den Toten Hosen hat sich übrigens im Laufe der Zeit eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Pro Asyl entwickelt, bis zu einer gemeinsamen CD und einem Link auf deren Homepage, über der das Logo des Bundesadlers, allerdings des Skelettierten, schwingt. Bei der Demo war mir als Sprecher von Pro Asyl das Schlusswort, und zwar nach dem fulminanten Auftritt des Sängers Herbert Grönemeyer zugefallen. Ich ließ mein ausgearbeitetes Manuskript im Rock. Mit knappen Sätzen habe ich dann nur noch den bundesdeutschen Verfassungsschutz aufs Korn genommen. Dieser, so sagte ich, kümmere sich um vieles andere, nur nicht wirklich um die Verfassung. Deswegen seien wir als Bürgerinnen und Bürger unmittelbar aufgerufen. Staccato habe ich dann ins Mikrofon gebrüllt. Wir sind der Verfassungsschutz. Großer Beifall. Verfassungsschützerin HC, Ehrenalter, könnte das nicht der Ehrentitel für Julia Kümmel sein? In meinem Text steht jetzt in Klammer weiter. Es kommt der 26. Mai 1993, der Tag der Änderung des Grundrechts auf Asyl. Eine riesige Menge blockiert den Bonner Bundestag. Unter ihnen Julia Kümmel und ich. Die Abgeordneten erreichten nur noch über eine Schiffsanlegestelle am Rhein den Bundestag. Pro Asyl hatte damals aus seinem Rechtsstaatsverständnis heraus nicht zur Blockade aufgerufen und eher auf ein symbolisches Happening gesetzt. Zwei Schauspieler sollten als Asylbewerber mit dem Fallschirm aus einem kleinen Flugzeug abspringen und auf dem Flugplatzgelände Bonn-Hangela vor einem Beamten des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, der hinter einem Schreibtisch saß, ihren Asylantrag stellen. Damit sollte den Medien etwas dargeboten werden zur Veranschaulichung dessen, was jetzt mit der Grundgesetzänderung eintreten würde. Schließlich hatte das Wochenblatt die Zeit, unter den Worten des Jahres 1992 die Pro-Asyl-Aussage aufgeführt. Flüchtlinge könnten künftig in der Bundesrepublik nur noch einen Asylantrag stellen, wenn sie mit dem Fallschirm abspringen. Für diese Aktion lag die notwendige Genehmigung vor. Offensichtlich war aber das Bundesinnenministerium dagegen, nämlich dadurch, dass zwei Fahrzeuge des Bundesgrenzschutzes die Startbahn blockierten. Auch eine Form der Rechtsstaatlichkeit.